Hallo, ich bin Carsten in Wallnau. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, ich bin seit gestern auf Fehmarn, seit gestern Nachmittag. Bin auf dem Campingplatz hier in Wallnau. Und ja, heute will ich einfach mal so ein bisschen erkunden. Das heißt, was ist wo? Einen ganz entspannten Tag machen, also völlig ungeplant, keine feste Tour. Einfach mal gucken, wo bin ich hier und was kann ich so machen, beziehungsweise ja, ich habe mir vorher schon mal einen Reiseführer besorgt und da natürlich auch schon ordentlich drin geblättert, aber den ersten Tag, den möchte ich eigentlich so ganz entspannt verbringen, einfach mal schauen, was der Tag heute so für mich bereithält. Da im Hintergrund ist die Ostsee. Jetzt bin ich gerade unterwegs Richtung Vogelschutzgebiet Wallnau. Das werde ich mir in der Zeit jetzt auch mal anschauen, wenn ich hier bin. Aber nicht heute. Ja, wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr dran und kommt mit. Ja, Vogelschutzgebiet habe ich nur geguckt, wo es ist. Ob ich da vom Campingplatz aus auch gut zu Fuß hinkomme. Oder ob ich da mit dem Rad hin muss, aber da komme ich dann, wenn ich es mir anschauen will, gut zu Fuß hin. Ja, und da hinten ist eine der Fähren nach Puttgarden, glaube ich, oder? Oder das, nee, ist ein Frachter. Bin jetzt hier auf dem Deich unterwegs. Ich meine, es müsste dann ja auch der Ostseeküstenradweg sein. Ja, einmal, wenn ich hier bin, werde ich die Insel, denke ich, auch mal komplett umrunden. Das werde ich dann natürlich auch auf dem Ostseeküstenradweg machen. Nur wenn ich das richtig sehe oder so gut. Oh, da vorne steht ein Reh. Ich habe gestern Abend schon eins gesehen mit Kids. Auch in einer relativ geringen Entfernung. Allerdings war es eine zu geringe Entfernung. Um es mit der Handykamera vernünftig drauf zu kriegen. Ja, alles gut. Ja, irgendwie sind die Rehe hier recht entspannt. Ich denke mal, die sind das gewohnt, dass hier Fahrradfahrer vorbeikommen. Ja, ohne dass ich es jetzt wirklich geplant hätte, bin ich hier an einem Highlight von Fehmarn, wenn man so will. Und zwar hat hier auf Fehmarn Jimi Hendrix damals sein letztes Konzert hier auf Fehmarn gegeben, bevor er ein paar Tage später in London dann gestorben ist. Ja, hier am Flügger Strand. Aber ich denke mal, ich werde trotzdem jetzt noch zum Flügger Leuchtturm fahren. Den schaue ich mir auf jeden Fall an.
Oder da fahre ich jetzt auf jeden Fall erstmal hin. Ob ich mir ihn anschaue, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Na, zum Flügger Leuchtturm kannst du nicht mit dem Auto fahren. Da musst du hinter mir da am Flügerhof parken. Dann entweder gibt hier wohl so ein Shuttle oder kannst du auch ein Kettcar mieten oder muss halt laufen. Aber ich bin ja mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad darf man auch. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Da ist der Flügerleuchtturm und da geht es dann jetzt mal hin. Ne? Bin ja mal gespannt. Zwischen 11 Uhr und 13 Uhr oder so soll es heute regnen. Eigentlich soll es heute neblig sein, den ganzen Tag schon. Aber von Nebel kann ich nichts sehen. Es ist zwar nicht ganz klar das Wetter, aber schon in Ordnung. Ich habe auf jeden Fall Regenjacke eingepackt. Aber was ich nicht eingepackt habe, ich habe keinen Überzug für einen Helm mit. Na egal. Ja, schon bin ich am Flügger Leuchtturm. Ich denke mal, ich werde mir anschauen, weil da hinten am Parkplatz war jetzt gerade nicht viel los. Dann gehe ich mal davon aus, dass jetzt hier auch nicht gerade der Bär tanzt. Irgendwie kann man da heute nicht drauf. Keine Ahnung, was heute los ist. Egal, kommen wir bestimmt noch mal vorbei. Jetzt geht es dann, glaube ich, weiter Richtung Ort. Ort mit TH, also der Ort heißt Ort. Und natürlich gibt es auch hier Schafe am Deich. Jawohl. Ah, von hier gibt es auch einen klasse Blick zur Fehmarnsundbrücke. Zumindest, wenn es nicht allzu diesig wird. Ja, okay, Ort war jetzt nicht so interessant. Jetzt geht es dann weiter Richtung Lemkenhafen. Und auch hier wieder die Deichschafe. Aber die sind völlig unbeeindruckt von Fahrradfahrern. Ja, ist ja gut. Fahrradfahrer, das interessiert die gar nicht. Und wenn man bedenkt, dass das eigentlich Fluchttiere sind, aber die sind da so dran gewöhnt. So, dann kommen wir hier nach Lemkenhafen rein. Das ist schon mal ein bisschen größer. Ja, langsam aber sicher fahre ich schon auf die Fehmarnsundbrücke zu und ich denke mal, dahinter kommt der Burg Starken oder Burg Kiefe, ja, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall zu dem Ort werde ich noch fahren und dann werde ich von da aus
dann mal gucken, dass ich Richtung Petersdorf weiterfahre. Also dann über Land weiterfahre. Ja, und nach vorne ist dann der Leuchtturm Stuckamp. Stuckamp-Huck. Nur ein ganz kleiner von der Höhe her, aber noch aktiv. Ja, somit sind wir auch am Fehmarnsund angekommen. Über die Brücke bin ich gestern nach Fehmarn gekommen. Fun Fact für die Leute, die Fehmarn gar nicht kennen: Die Fehmarn-Sundbrücke wird auch gerne Kleiderbügel genannt. Ja, weil ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil ich die Ostsee auch eigentlich gar nicht so kenne. Dass hier scheinbar auch ziemlich viel geangelt wird. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wie gesagt, mit der Ostsee kenne ich mich eigentlich gar nicht so aus. So, Wulfen heißt der Ort und nicht Burg Starken. Burg Starken kommt erst danach. So, ich bin jetzt hier am Wulfener Hals. Ich habe mal gerade auf die Karte geguckt. Also ich entferne mich jetzt immer weiter von Petersdorf, wo ich jetzt eigentlich hin will, weil ich noch kurz muss noch ein bisschen einkaufen. Ich brauche unbedingt Sonnencreme. Wollte ich eigentlich gestern holen, da habe ich es vergessen. Und ich habe nur noch einen ganz kleinen Rest in der Lenkertasche. Naja, egal. Deswegen habe ich beschlossen, ich drehe um, weil da hinten stand immer des Öfteren Petersdorf, und da will ich hin. Also fahren wir jetzt erstmal wieder in die andere Richtung. Ja, zwischenzeitlich bin ich nicht mehr. Oh Gott. Zwischenzeitlich bin ich nicht mehr auf dem Weg, sondern bin wo abgebogen, wo es nach Avendorf, Blieschendorf geht. Das liegt so grob in der Richtung, aber der Weg hier, obwohl er zum Radwegenetz gehört, der ist unter aller Sau. So, jetzt bin ich hier auf eine kleine Straße gekommen. Hier geht es ein bisschen besser. Also, wie gesagt, gerade der Radweg, obwohl er zum Radwegenetz gehört, der war wirklich Katastrophe. Jetzt müssten wir gleich in, ich glaube, Blieschendorf sein. Und dann gucken wir mal, wie es von da aus weitergeht. Also jetzt wäre, wie ich gesagt habe, Blieschendorf. Jetzt wäre so ein Knotenpunktsystem wie in Holland. Ist nicht schlecht. Ja, zwischenzeitlich war ich wieder auf dem Weg, den ich auf dem Hinweg gefahren bin. Den habe ich jetzt gerade wieder verlassen, weil da stand gerade ein Schild Petersdorf 3,9 Kilometer. So, Sonnencreme habe ich gekriegt, aber so wie der Wetterbericht aussieht, werde ich keine brauchen. Also zumindest bis Donnerstag. Also wenn das alles so stimmt. Aber heute hat es ja auch nicht gestimmt. Heute war ja das Wetter auch viel, viel besser. Zumindest sollte es ja eigentlich zwischen 11 und 13 Uhr regnen. Wir haben es jetzt nach 13 Uhr und ich habe gefühlt, ich weiß nicht, 33 Tropfen abgekriegt oder so. Also nur so ein bisschen Mückenpipi, wie man so sagt. Ja, ist gar nicht mehr allzu weit bis zu meinem Campingplatz. Hier ist schon Bojendorf. Und also entweder gehört Bojendorf zu Walnau oder Walnau zu Bojendorf. Ich weiß nicht. In Bojendorf, Walnau steht da. Naja,
So, hier hinter den Bäumen ist schon der Campingplatz. Hier vorne stehen die Mietwohnwagen. Ist jetzt hier auch keine große Straße, sondern nur Zufahrt zum Campingplatz. Und dann geht es hier gleich rechts rein und dann ist man schon an der Schranke. Gerade Mittagsruhe, also Schranken sind zu. Aber hier gibt es extra einen Radweg. Macht ja auch Sinn. Da steht mein Palast.